Es gibt zwei Gründe, eine Hüftendoprothese einzubauen. Der erste Grund ist bei einer geplanten Hüfte, ein Patient, der eine Arthrose hat, mit entsprechenden Veränderungen, die auch zu solchen Beschwerden führen, dass wir operieren müssen. Der zweite Patient ist der Patient, der eine mediale Schenkelhalsfraktur hat. Das sind in der Regel ältere und gebrechliche Personen, bei denen wir den Hüftkopf ersetzen müssen, damit diese so schnell wie möglich wieder gehen können. Unser Ziel ist es, dass ein Patient mit einer Schenkelhalsfraktur am nächsten Tag wieder vor seinem Bett stehen kann und sich dann weiter bewegen kann. Unsere Behandlung zielt dahin, dass der Patient so schnell wie möglich wieder gehen kann. Ich sage meinen Patienten in der Regel, dass sie ab dem OP-Tag auftreten dürfen, am Tag nach der OP auftreten müssen. Unsere Behandlung wird nachher mit der Physiotherapie ergänzt, so dass die Patienten das Krankenhaus wieder gehend verlassen können. Bei Patienten mit Schenkelhalsfrakturen, die schon in gebrechlichem Zustand gekommen sind, arbeiten wir in unserem Hause sehr eng mit unserer Geriatrie zusammen, so dass wir ein Konzept erarbeiten, um das Beste für die Leute rauszuholen. Bei jüngeren Patienten geht es in der Regel in die Anschlussheilbehandlung, die auch ambulant durchgeführt werden kann. Die Hüftendoprothese selber hält in etwa 15 bis 20 Jahre ohne Probleme. Unser Ziel ist es, dass der Patient alles das machen kann, was er auch vor der Operation machen konnte. Das heißt, sich wieder frei bewegen können, wieder Fahrrad fahren, wieder seinen üblichen Aktivitäten nachzukommen.